Ach, einfach herrlich. Weiter geht's mit Control. Ach ja. Ja, hätte ich mal gelesen, hätte es gewusst, dass wir das können. Moin. Jesse, you made it, and you lifted the internal lockdown. Let's talk, Emily. Yes, of course. Let's talk, baby. Listen, Emily. Screw it. Just tell her. I haven't been completely honest. I have a younger brother, Dylan. When we were kids, we found an old slide projector in Ordinary's landfill. The slides created doorways to other places. Bad things happened. Came through. That's all she gets. The rest stays locked inside. But we found help. Through one of the doorways, we met something. A being. A being? What kind of being? It's hard to describe, but it... She helped us. We managed to turn the projector off. The bad things that came through the doorways were gone. After that, your people came. Tried to grab us. I ran away. They got Dylan. I left him behind. Bureau agents took your brother? Yes. He covered it up. No one believed me. I just want to find Dylan. I've been looking for him ever since. What happened to the slide projector? It sounds like another object of power. I thought you took it. The Bureau. Along with Dylan. I've never heard of it. But around here, I assume everything's classified. You know, I looked into the Ordinary AWE case files after you mentioned it. Trench and Darling were both involved. A large area of the containment sector was reserved for it. The case hasn't been active for a long time. I have no idea if anything's still there. Can you tell me more about this being you found? Let's hope you two get along. She's been with me ever since Ordinary. In my head. She led me to you. I call her Polaris. As in, a guiding star. Mm-hmm. Did Polaris know about the hiss? If she got you in here, in spite of the lockdown, she's very powerful. Which may help explain your test results. Your readings are incredible, Jesse. Now, cross-referencing them with the database, I found two matches in Darling's old classified files. Unfortunately, I can't access them beyond the file codes, but one was P6, referring to a prime candidate for a potential future bureau director. This was logged years ago. Dylan. Is that Dylan? The other match is on something called Hedron, which must be connected to these Hedron resonance amplifiers somehow. All I know is that Marshall went to the research sector to secure the HRA production after the HIS first attacked. So... Marshall seems like our best lead on Dylan. I need to go after her. How can I get to the research sector? Use my key card. The sector elevator will take you there. Marshall is the next step. What Emily told me about Ordinary, my powers being connected to things in the Bureau's past. I am so close to something. Do you feel it? Something's coming. We take turns to come for a visit. I helped you. You owe me now. And when time comes, I will come calling. Mm-hmm.
Ja, das war auch eine super interessante Sitzung gerade. Sieht nicht so aus, als hätte sie was Neues zu erzählen. Hi, Jesse. Ich glaube. Doch, wir könnten noch ein paar Sachen fragen. I keep finding traces of Darling, but still can't find him. Where could he be? But he's usually in his office in research or one of his labs. Dr. Darling has quite a few all around the bureau. Could be hiding in any one of them. I check myself, but I don't have access to most of them. Sounds like I touched a nerve. He didn't let you into his labs? Not all of them, no. Some had volatile material. That's ridiculous. I mean, this whole place is volatile material. Could have at least thought up a more convincing lie. I mean, how can I work without access to all the data possible? This place has a bad habit of moving around, huh? So you notice the building shifts. Did you know that 39% of bureau accidents are caused by the shifts? It's true. I ran the numbers myself. So they're dangerous. Oh, very. Yet one time, a shark got shifted into a meeting room along with over 2,000 gallons of water. It was a tiger shark, Darling's pet research project. I forget what he was researching. How do people work here? You said you're an assistant? Oh, it's just a title. I'm a scientist, a researcher. I work for Dr. Darling. See, when bureau agents go out in the field, the sites of altered world events, we study the materials, the altered items they bring back. It's always something we've never seen before, and studying them requires new instruments, methodologies, sometimes entirely new fields of science. Emily really loves her job. See, there's no guidebook for what we do here. Everything that happens at the bureau, including the science, is without precedent. Mhm. Ich hatte mich das auch gefragt, tatsächlich gerade kurz bevor ich gesehen habe, dass man das hier fragen kann, was eigentlich ihre Rolle ist. Also irgendwie hatte ich es noch nicht ganz geblickt, aber okay, sie ist eine, well, Mitarbeiterin, nennen wir sie mal wissenschaftliche Mitarbeiterin, rechte Hand von Darling vielleicht. Vielleicht nicht rechte Hand, ja doch, scheint ja eine der höheren da zu sein. What exactly is the Ocean View Motel? That's a bigger question than you might think. You see, I have extreme doubts that the motel is a single place. I mean, look at all the doors inside it. Where do they all go? We know that one door leads to the oldest house, but how come we can only ever open that one door? Maybe to open a door, you have to have entered through it. So if every door leads to a different dimension, plane, reality, whatever you want to call it, then I believe that the motel is firm proof that parallel universes exist. Does Darling agree with that? I haven't told him yet. I'm waiting until I can prove it. Mhm. Also anstatt eines Objects of Power, also ein Objekt der Macht, ein Ort der Macht, a place of power, POP. What can you tell me about control points? They're nexus points of the oldest house's unique energies. Well, I wrote a 30-page proposal hypothesizing that we could siphon energy directly from them. Darling didn't even get through the first page before he turned it down. Right. And, has anyone ever used them to teleport around? What, no. What, I mean, you mean physically? No, not that I've ever heard of. Why? Because that's how they work for me. What? Really? Oh my god. More tests. Let's hold off on the tests until later, okay? Okay. It's just... wow. This blows my control point theories right out of the water. I love it. Na cool, okay, das waren also die... sagen wir mal, die neuen Punkte. Be careful out there. Die wir über mit Emily reden konnten. Sehr, ich finde es immer sehr aufschlussreich, diese Gespräche. Und ich mag, wie die Holzwand hier reflektiert. Die wirkt wirklich so, naja, keine Ahnung, als hätte es halt eine tatsächliche Haptik. Man kann das Holz fast riechen. Man kann fast riechen, wie es da riecht.
Oder man kann spüren, wie es da riecht. Naja. So, damit hätten wir jetzt eine neue Aufgabe. So, Mission. Hier für die haben wir 14 Minuten nur Zeit. Wichtige Ziele, Wartung, NSC-Transformatoren. Achso, das ist jetzt ein Auftrag von Artis, ist das das, was der meinte? Ich meine, wir hätten ein bisschen Zeit, uns jetzt mal umzuschauen. Jetzt können wir gucken, was wir hier noch für Sachen haben. Also Club der alten Herren, Marshall, das ist das nächste große Ziel, würde ich sagen. Das scheint auch als Hauptmission zu gelten. Oder zumindest eine wichtige Mission. Ja, die nehmen wir auch gerne. Eine gute Verteidigung. Also, wenn es nach mir ginge, würde ich ganz gerne die hier nehmen. Weil die Zeit ja schon läuft. Danach würde ich mir gerne die eine gute Verteidigung anschauen und dann zum Club der alten Herren. Achso, dazwischen können wir das ja auch nochmal machen, falls wir irgendwie in den Geschäftsleitungssektor kommen. Aber erstmal müssen wir zu den NSC-Transformatoren. Gut. So, irgendein Sammelobjekt war hier noch neu. Neuen Hotline-Eintrag. Welcher ist das? Das hier. Vom Rad. Okay. Na gut, ja, das hatten wir durchaus vor. So, was war jetzt der Auftrag? Zu wohin? Zur NTC? Was? Landkabine. Okay. Ja, pass auf, die Geschäftsleitung ist halt hier auch so in der Nähe. Das würde ich dann... Ja. Schnellreise. Machen wir eine Schnellreise. Zur Wartung. NSC-Transformationseingang. Genau. Dann machen wir das doch mal. Und was muss mit den Pumpen gemacht werden? Ich schätze dann... Wow! Die Panzer da. Okay, muss ich ein bisschen aufpassen. So, okay. Gesagt, verpassen wir noch eine. Haben wir irgendwas, was was mehr Krach macht? Das hier sieht relativ schmerzhaft aus. Zack. So, ein bisschen... müssen aufpassen. Wow. Zack. Oh boy. Da habe ich nicht aufgepasst.
So, wie sieht, was sagt die Zeit? Oh shit. Okay, das muss man also in einem Wisch dann anscheinend schaffen. Warte mal, jetzt will ich vielleicht nochmal einen Fähigkeitspunkt ausgeben und ein bisschen mehr Energie, kann ich schaden. Jetzt haben wir noch eins übrig. Für eins können wir uns nichts kaufen. Wegen Maßnahmes Rad. Die haben wir. Drehtaktik. Dreh haben wir noch nicht. Lader. Schmetterer. So. Töte geben mit Abends noch Schmetterer-Modus. Das können wir machen. Das ist dann ja nur so. Ach, wie ärgerlich, dass wir das nicht geschafft haben. Und die zentrale Wartung können wir rein. Aber ich wollte noch kurz in die zentrale Geschäftsleitung. Da wollte ich ja noch ein paar Kopfschüsse machen, ne? Setzt natürlich voraus, dass überhaupt ein paar Gegner kommen. Das ist der. Okay, da geht's zum. Muss ja runter. Hier würde es dann runtergehen oder da oben lang. Weiß ich jetzt gerade nicht. Wo kommen wir denn hier aus? Ah, wir haben jetzt Clearance Stufe 3. Ah, hier war die Jukebox. Okay, dann müssten wir wahrscheinlich oben lang. Warte mal kurz. Director's Office? Hier lang? Keine Ahnung. Also, ich gucke mir nochmal die Mission an. Ein Geschäftsleitungssektor. Also, es müsste dann ja hier sein. Zählen die auch? Frage, wie kommen wir jetzt an Gegner ran? Bisschen arg verpixelt. Ja, dann weiß ich nicht, wie wir da ankommen. Huch, hat mich erschreckt. Ich wusste gar nicht, dass ich hier die Wände auseinandernehmen kann. Huh. Aber ich bin auch schon nicht mehr im Geschäftsleitungssektor. Tja, dann. Dann, keine Ahnung, dann können wir die vielleicht nicht mehr machen. Und abends, okay, also die Schmetterer-Sache, da müssen wir nur die Waffe tragen, das reicht dann ja schon. Oh.
Ich frag mich, ob das, also, ob das überhaupt irgendeine Signifikanz hat, diese, Gegenmaßnahmen des Rates, oder ob die einfach nur, soll ich sagen, so, warte mal kurz hier. Also die hier kann ich dann ja wohl abbrechen. Gut, Schmetterattacke, die lassen wir mal. Im Wartungssektor, das kann man... Tötet Zischer Wachen mit Dreh im Geschäftsleistungssektor. Also den Dreh haben wir ja noch nicht mal. Ich glaube, den könnten wir wahrscheinlich jetzt craften. Ich weiß nicht, wie triggert man das? Dass die Gegner kommen können. Also ich lass mal hier starten und dann machen wir uns mal auf Richtung zentrale Wartung. Wie auch immer wir dort am besten hinkommen. Und zum Elevator will ich gar nicht so unbedingt. Auf der anderen Seite, vielleicht komme ich mit dem Elevator ja eine Station runter. Okay, hier haben wir uns ja schon mal reingemogelt. Das war nicht so wild. Fünf ist da oben. Na. Upsi. Na, ich probiere es mal hier lang. Wie kommt man wohl hier rein? Keine Ahnung. Vielleicht finden wir dann nochmal einen Weg. Gehen wir erstmal hier. Wartungssektor. Das sieht ganz gut eigentlich aus. Okay, auf jeden Fall ist hier auch... Okay, kann kaputt machen. Field Training. Müssen wir da hin? Tja, da müssten wir eigentlich hin. Ah, okay. Man kann diese Orte hier schwächen. Black Rock Processing. Okay. Gefährliche Musik läuft. So, jetzt müsste ich ja... So, ein noch, dann müssten wir eigentlich hier unsere... erste Gegenmaßnahme des Rates haben, ne? Oder? Aber das ist doch der Schmetterer.
Blicks nicht. Warum habe ich denn jetzt keine Punkte dafür bekommen? Oh, wow. Bleibt das oben oder kommt das wieder zurück? Irgendwie unheimlich. Naja, ist eh noch nicht der Bereich. Atlas Chamber. Blackrock Processing. Das scheint mir eh noch nicht der Bereich zu sein, in dem wir uns jetzt aufhalten wollen. Warte mal. Berechtigungsstufe 4. Okay, hier mal ein paar neue bekommen. Persönliche, warte mal. Fluchteffizienz. Okay. Das können wir gerade mal lesen. Warnung, Tennyson-Bericht. Hören Sie mal zu, Trench. Hören Sie mal zu. Trench befindet sich auf dem Kriegspfad wegen dieser Tennyson-Berichtssache. Er will wissen, wer den geschrieben hat, und er will es am besten gestern schon wissen. Der Schuldige wird geteert und gefedert werden. Ich weiß nicht, ob einer von Ihnen das gewesen ist, und ich will es nicht wissen. Ich bin echt nicht wild darauf, eine Hexenjagd zu leiten. Also sagen Sie allen im Sektor, dass sie sich bedeckt halten sollen. Am besten bleibt man jetzt komplett unbemerkt, verstanden? Abgesehen von diesem ganzen irren Kram, mit dem wir es zu tun haben, kann dieser Ort manchmal ein geradezu feindseliges Arbeitsumfeld sein. Schön, wenn man sich hier so durchboxen kann. Ja, also keine Ahnung. Was war es jetzt? Security Check? Ja, whatever. Also nochmal, wir hier sind wir eh nicht richtig. Wir wollten ja in die zentrale Wartung. Irgendwie bin ich jetzt einfach nur neugierig geworden. Was ist das denn hier? Okay, also, ein Forschungsbericht. Von Carla Vaughan, Forschungsspezialistin, im Auftrag von Casper Darling. Untersuchung paranatürlicher Themen, Grenzbereiche. Zusammenfassung. Das Elsterhaus ist ein Ort im Fluss. Grenzbereiche tauchen ohne Warnung auf. Was der Grenzbereich birgt, können wir erst beantworten, nachdem er sich manifestiert hat. Die allgemein akzeptierte Theorie besagt, dass die Grenzbereiche Dimensionen sind, die auf einer so und so Frequenz anders als unserer vibrieren. Wenn diese Frequenzen übereinstimmen, manifestiert sich. Oh, sorry, Leute, ist schon spät. Wenn diese Frequenzen übereinstimmen, manifestiert sich der Grenzbereich im Ältestenhaus als das funktioniert. Andere Theorien besagen, dass Grenzbereiche Paralleluniversen sind oder möglicherweise unsere eigene Realität zu einem anderen Zeitpunkt. Einige glauben, dass sich unsere Sammlung gewandelter Materie auf das Haus auswirkt oder die Grenzbereiche anzieht. Wir wissen mit Sicherheit, dass die Grenzbereiche nicht permanent sind. Mit der Zeit wird sich ihre Frequenz ändern. Einige glauben, dass die Erde selbst nur ein weiterer Grenzbereich ist, der mit den Grenzbereichen verbunden ist und Wurzeln in einer anderen Realität hat. Diese Theorie mag unmöglich zu widerlegen sein, verursacht jedoch so und so in allen, die davon erfahren. Sie wird daher aktiv abgelehnt. Also mit Grenzbereichen meinen die vielleicht das, was wir hier gerade durchbrochen haben. Ah, okay. Hier kommen wir zum Power Plant. Knock, knock.
Jetzt bin ich an der Reihe, Mann. Okay. Genau, für bei der Energiequelle. War das hier vorher verschlossen? Maintenance? Wahrscheinlich, ne? Kann man irgendwie nicht durch. Ja, gut, dann haben wir jetzt alles, dann können wir jetzt endlich. Wollten wir rein ins Field Training? So leicht sich. Background Processing haben wir gesagt, wollen wir noch nicht. Elevator, da kommen wir, glaube ich, her. Ja. Meine Güte. Kann doch nicht so schwer sein. Lesen wir sofort durch. Was ist das denn an das für ein ominöser Mensch hier? Das ist aber nicht der Trench in jungen Jahren, oder? Das ist wahrscheinlich ein interessantes Foto. Aha. Okay. Ja, lesen wir mal durch. Was haben wir hier erhalten? Beschwerde eines Trainingskursschauspielers. Ich möchte hiermit offiziell gegen die unautorisierte Verwendung meiner Stimme in einer Qualität, der ich nicht zugestimmt habe, Beschwerde einlegen. Es wurde mir nicht mitgeteilt, dass man vorhatte, Material von Aufnahmen zu verwenden, die ich für einen Probendurchlauf gehalten hatte. Hätte ich davon gewusst, hätte ich der Verwendung dieser Aufnahme nie zugestimmt. Ich verlange, dass die aufgenommenen Nachrichten für den Ranger-Trainingskurs ab sofort nicht mehr verwendet werden. Ich werde diese Erniedrigung vor meinen Kollegen nicht tolerieren. Falls nötig, werde ich die Personalabteilung einschalten. Mit freundlichen Grüßen, Randall Polalski. Okay. So I just read this. Welcome to the Ranger Field Training Course. The course must be completed in the specified amount of time. When you're ready to start, press the button. Is that all, or? I always did love obstacle courses. Course starting in 5, 4, 3, 2, 1. Go. Da hinten geht's raus. Okay. So what? Was ist Ziel? Ah, okay. 45 seconds remaining. Na komm, komm her. 30 seconds remaining. Ja, das schaffe ich dann wohl nicht mehr. Schaffe ich nicht mehr. Ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, wie man da hochkommen soll. Ah, so. Jetzt verstehe ich. Okay. Okay, probieren wir es nochmal. Get ready, Ranger. Course starting in 5, 4, 3, 2, 1. Remaining.
die Snake jetzt hoffentlich ein bisschen schneller. Na, okay, schade. Achso. Komm, 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 komm. Nein, habe ich nicht geschafft? Come on. Guessing this isn't usually part of the course. We need to hit it harder. It's protecting itself. Okay. Das Objekt der Macht. So, diesmal haben wir ein Tresor, den wir schützen können, oder wie? Okay. Gut. Okay, damit können wir uns also vor den Angriffen schützen. Nicht schlecht. Aber ich will mal Energie wieder ein bisschen aufsammeln. Warum sind Gegner? Das ist ganz gut, unsere Energie nimmt auch nicht ab. Einfach noch ein bisschen. Okay. Die scheint. Das Schild scheint uns auch komplett zu umgeben. Oder auch nicht, keine Ahnung. Das habe ich jetzt noch nicht ganz raus, ob man jetzt komplett geschützt ist oder nur von einer Seite. Ja, nice. Okay. Good time to have a shield. Wenn ich jetzt sowas hätte, womit ich richtig werfen könnte, wäre geil. Aber ich schätze, ich habe die Aufgabe erfüllt. Die Mission ist weit. Ja, war ein guter. Das verstehe ich nicht. Tötet Gegner mit Amstwaffen im Schmetterer-Modus. Den habe ich das gar nicht mehr eingesetzt gehabt. Egal, keine Ahnung. Ich check's nicht. Ja, dann können wir hier eigentlich hingehen. Dann. Ja, dann. Keine Ahnung. Hier kann ich ja gerade nichts mehr machen. Hier kann ich keinen Raum manifestieren. Dann gehen wir mal zum Elevator. Ach doch, Moment. Hier können wir lang gehen. Können wir mal gucken. Jetzt unseren Freunden können wir ja gehen. So, dann schauen wir mal, ob der hier noch was zu sagen hat.